Liebe Zuseherinnen und Zuseher auf Facebook, wir melden uns hier ein weiteres Mal vom Tag der offenen Tür am Landhausplatz in Innsbruck, wo hinter mir derzeit noch die Musikkapelle Innerfilgraten den Frühschoppen in wenigen Minuten abschließt. Das war ja am Vormittag, am früheren Vormittag, auch die Musikkapelle Brutz hier und hat auch gespielt. Für die zahlreichen Zuseherinnen und Zuseher. Wir können einmal in die Runde blicken, wie viele Zuseherinnen und Zuseher sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen. In wenigen Augenblicken ist hier auf der Hauptbühne ist es Zeit für den Tiroler Blasmusikpreis und für den Tiroler Chorpreis, der eben, wie gesagt, in wenigen Augenblicken vergeben wird von Landeshauptmann Günter Platter und von Landesrat Johannes Tratter. Wir bleiben dabei, wir schauen uns das live an. Kommt vorbei, schaut es euch live an oder auch auf Facebook. Viel Spaß damit. Musikkapelle Innerfilgraten, hoch oben auf 1402 Meter ganz genau, eine Gemeinde mit 1000 Einwohnern. Die Musikkapelle Innerfilgraten gibt es seit 1831, 14 Kapellmeister bis jetzt hat es gegeben, die Manuela Lusser seit 2014, ich schätze, sie ist die erste Dame, oder, die dieses Amt bekleidet. Möglicherweise wird der Klang ein bisschen harmonischer, empfindsamer, aber es war auch durchaus Zackiges dabei. Wie ist es denn eigentlich, wenn eine, jetzt frage ich einen Herrn, wenn eine Kapellmeisterin dirigiert? Ändert sich da was im Klang? Nein, es geht allem positiv weiter und ist feines Musizieren. Sie hat eine feine Art und ist wirklich, macht Spaß. Siehst du es? Habe ich mir gedacht, das haben wir ja vernommen. Gell? Ja. 57 Mitglieder hat die Musikkapelle, 35 Mal circa rücken die aus, Konzerte, Begräbnisse. Im April waren sie zum Beispiel in Cortina d'Ampezzo dabei, beim Musikfest. Im Mai dann bei der Konzertwertung in Naturns in Südtirol in der Stufe C mit 91,8 Punkten, die sie dort erspielt haben.
mit einem Pflichtstückel, das wir heute auch gehört haben, der Ouvertüre Jubiloso. Und die letzte Wertung, die davor gespielt worden ist, war 1987 in Hainfels. Also mir scheint, da hat sich jetzt doch auch was getan unter der neuen Kapellmeisterin. Und wir überreichen ihr jetzt gemeinsam den Preis. Ich werde dazu ein bisschen ausstellen. Die Kapellmeisterin darf ich bitten, sich ihren Blasmusikpreis abzuholen. Wir gratulieren ganz herzlich. Manuela Lusser und der Obmann Andreas Mayer erhalten jetzt den Blasmusikpreis 2018 des Landes Tirol in der Kategorie 1. Ein schöner Glaspokal, eine Glastrophäe, eine Urkunde und ein Preisgeld im Wert von 2500 Euro. Damit kann man wieder neue Taktstöcke kaufen oder was nicht was, neue Hüte. Die Fotografen bitten, den ganz kurz das Mikrofon da wegzustellen. Ich stelle es dann wieder hin, liebe Technik, damit wir ein schönes Erinnerungsfoto bekommen. Achtung, dass da jetzt niemand stolpert. Es ist sehr eng. Die Musikkapellen in Tirol, wir haben gehört, die entwickeln sich so stark, die werden immer größer, die nehmen natürlich auch immer mehr Raum ein. Soll so sein. Dankeschön. Musikkapelle Innerfilgraten also. Und hier der Obmann, der sich ebenfalls vom Landeshauptmann, von Magister Johannes Tratter, Landesrat, und dem Obmann des Blasmusikverbandes, Elmar Juhen, die Hand schütteln lässt. Sie haben sich's verdient. Andreas Mayer und Manuela Lusser und alle Musikantinnen und Musikanten der Innerfilgratner. Applaus.